Wir haben ein paar wesentliche Warengruppen. Das ist der ganze Bereich Reisegepäck. Das ist ganz wichtig. Alles, was zum Thema Schulausrüstung gehört, Rucksäcke und natürlich Handtaschen und Geldbörsen. Hildesheim ist tatsächlich die Keimzelle. Da ist es losgegangen 1934. Und wir haben heute 8 Filialen. In Hamburg haben wir 2. Wir sind im Laatzen Einkaufszentrum. Wir sind in Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg und in Erfurt. Das war 2007. Sind wir umgezogen und sind dann hier in die vom Hohen Weg 35, wo wir lange waren, hierher umgezogen. Ja, ich hoffe, dass sich die Hildesheimer Innenstadt gut entwickelt, dass wir auch weiter hier Geschäfte haben, die sich hier platzieren, auch noch ein paar inhabergeführte Geschäfte. Das ist jedenfalls die große Hoffnung. Also insofern glaube ich, wird es auch in 10 Jahren wird es noch Einzelhandel geben, es wird auch noch lebendige Innenstädte geben, wenn wir nicht allzu viele Fehler machen, auch auf politischer Ebene. An welche denken Sie da? Ja, also klar ist natürlich ist für uns schwierig, denn dass Individualverkehr immer weiter beschränkt wird, ist zumindest ein Problem für unsere Kunden. Auch generell glaube ich, Innenstadtentwicklungen sind im Moment auf der Kippe. Das kriegen wir ja mit. Also wie kriegt man eben die Verbindung von Handel und Gastronomie und Dienstleistungen und Wohnen sinnvoll hin, dass eine Innenstadt weiter lebendig bleibt.